Der Norrisring. Geliebt, gefürchtet, aber vor allem eins, prestigeträchtig. Wer das Highlight der Saison auf dem legendären Stadtkurs gewinnt, zählt zu den ganz Großen. Geht es um die diesjährigen Favoriten, fällt vor allem sein Name. Marco Wittmann, of course the local, he will be flying. Kein Wunder, für Marco Wittmann ist es das Heimrennen. Der Fürther wohnt nur 20 Kilometer von der Ziellinie entfernt und liebt diese Rennstrecke wie kaum ein anderer. Für mich habe ich extrem viel Unterstützung vor Ort dabei, ob es die Familie ist, der Freundeskreis, auch der eigene Fanclub ist vor Ort, die mich alle anfeuern, die mich alle unterstützen, und daher macht es das für mich natürlich ein extrem tolles Wochenende. Harte Bremsmanöver, enge Fahrbahnbegrenzungen und etliche Bodenwellen. Die 2,3 Kilometer rund um die historische Steintribüne haben es in sich. Eine Runde dauert hier nur ca. 50 Sekunden. Und wie man hier gewinnt, weiß der Local Hero ganz genau. Yeah, baby! Yeah! 2018 streckte der 33-Jährige das erste und gleichzeitig auch letzte Mal den Siegerpokal in die Luft. Einen Erfolg, den er zu gerne wiederholen möchte. Die Gier ist extrem groß, das zu wiederholen. Für mich war das damals ein absoluter Gänsehautmoment, vor heimischem Publikum zu gewinnen. Das war einfach einzigartig. War für mich ganz sicher der emotionalste Sieg in meiner Laufbahn. Und deswegen setze ich das tatsächlich fast mit meinen DTM-Titelgewinnen gleich. Motivation braucht der zweimalige DTM-Champion dafür nicht. Genauso wie Selbstbewusstsein. Vor kurzem holte sich Wittmann in Spa den ersten und lang ersehnten 24-Stunden-Renntitel. Zurück zum Norrisring. Dort geht er dieses Jahr zum 10. Mal an den Start. Und das wird mit einem ganz besonderen Helm gefeiert. Zusammen mit meinem Helmlackierer, mit dem Jens Munzer, haben wir uns da was ganz Tolles einfallen lassen, eben eine spezielle Lackierung auf den Helm zu bringen, wo wir eben alle sämtlichen DTM-Fahrzeuge, die ich hier am Norrisring gefahren bin, abbilden. Also wirklich aus den Anfangszeiten bis hin zum letzten Jahr. Ist auf jeden Fall ein One-Off-Helm, der nur hier gefahren wird. Und ich hoffe, er bringt Glück und Erfolg. In der laufenden DTM-Saison kommt Wittmann immer besser in Fahrt. Beim letzten Rennen in Sandford verpasst der BMW-Werksfahrer das Podium nur knapp, holt dafür aber die ersten Punkte für sein neues Team. Das mit Sandford war sehr gut. Das heißt aber, du müsst es jetzt bestätigen. Wir müssen immer wieder rückkoppeln. Warum sind wir gut gewesen? Was müssen wir verbessern? Was können wir noch machen und so weiter? Also das ist ein Dauerprozess, aber im Moment natürlich als Rookie viel intensiver. Der Norrisring. Ein Sieg im fränkischen Monaco. Für viele Fahrer etwas ganz Besonderes. Für Marco Wittmann wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als das.